Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zum dritten Teil Spec Ops Modern Warfare 3. Passt ja, dritter Teil, Spec Ops Modern Warfare 3, mit dem guten alten Universe. Und da ist er auch schon. Na, guten Tag. Ja, Universe ist gerade frisch aufgestanden und ist noch nicht sehr gesprächig. Aber da werden wir ihn schon hinbringen. Ansonsten... Ansonsten was? Töten. Nix da. Oh, nein. Okay. Okay, komm, wir probieren es direkt beim ersten Versuch. Ja, da bereit? Ist ja sowieso nichts. Ja, natürlich bin ich bereit. Ich bin bereiter als bereit. Und warum kann ich den nicht abknallen? Ich kann's. Plus 100, plus nochmal 100. Ich glaube, da gab es so ein SpongeBob-Ding, irgendwie so, ich bin bereit oder so. Ich habe SpongeBob nie so wirklich geguckt, aber... Ja. Nee, wirklich nicht. Weißt du das? Heißt das, ich bin bereit? Ich bin bereit, ich bin bereit, ich bin bereit, bereit, bereit. Ich bin bereit, ich bin bereit. Verstehst du? Was, besorgen? Wir sollen es denn besorgen, haben die gesagt. Wo ist denn die blöde Töle? Also, falls hier irgendwelche Peter-Leute sind, die jetzt wieder sich beschweren, Tiere darf man nicht töten und da kriegt er auch noch Punkte fürs Tiere töten. Ja, Leute, das ist ein Spiel, also beruhigt euch. Oh, da fällt mir die Super-Story ein, dass du die kennst, weiß ich, aber trotzdem. Und zwar... Echt? Ja, ja. Das mit der Ratte in Battlefield? Ah, ja klar kenne ich das. Ja, dann klär mal die Leute auf. Ja, in der Battlefield 3 Singleplayer-Mission gibt es eine Szene, wo man die Ratte töten muss und wenn man es nicht macht, beißt einem die Ratte in den Finger und man stirbt. Und dagegen hat sich Peter beschwert. Ja, das müsst ihr euch mal vorstellen. Das also, ja? Warte mal, ich finde gerade nur die F-Taste nicht und jetzt den Gegner. Ich habe sie... Das, was haben sie geschrieben? Irgendwie, dass es nicht zulässig ist, dass man... gezwungen wird, eine Ratte zu töten. Ja, ja, weil das Auftrag ist. Es ist also richtiger Auftrag, diese Ratte zu töten. Und das ist, weiß was ich, gegen das Recht des Tieres. Also ich weiß es natürlich auch nicht genau. Ich habe das mir auch nicht durchgelesen. Ich fand das eher relativ witzlos, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich weiß nicht, ob das nun die Menschheit besser macht, wenn man in einem Spiel eben nicht die Tiere töten darf. Ich meine mal, in den Laboren werden die Tiere trotzdem getötet. Also, wir werden schon wieder viel zu... Nur interessant, dass das bei in Call of Duty wirst du von den Tieren angegriffen und da sagen sie nichts dagegen. Da musst du sie auch töten. Ja, ja. Das ist, ja, es ist halt alles, weiß ich nicht, das ist halt immer so eine Sache. Wie mit Akta. Aber gut, hier, nimm mal die Dinger da auf. 19 Meter da, warum machst du das nicht? Ganz einfach aus dem Grund, weil da oben Geschütz steht. Nicht mehr. So. Also, Freunde, ihr merkt schon... Pissflitsche kommt! Pissflitsche? Oh nein. Pissflitsche. Also, so, wo müssen wir hier hin? Mein Gott, die hausen ja hier, die... ja, jetzt bleibt mal politisch korrekt. Die Afrikaner! Ja, das ist gut, ja, die Afrikaner. Gut, gut, das ist gut. Das, muss ich sagen, ist gut. Ich hätte jetzt irgendwie die Pigmentierten gesagt oder so, was ja auch, glaube ich, politisch korrekt ist. Das ist ja auch immer so eine Frage, die ich jetzt mal ganz ehrlich, oder nicht eine Frage, na doch, eine Frage, die ich ganz ehrlich und die ich jetzt ernst meine, ja. Also wie man immer, ich weiß nicht, man gilt ja immer sofort als Rassist. Da kennt sich ja auch eine Person auf YouTube oder ein Commentator relativ gut aus, dem wird es ja auch immer wieder vorgeworfen. Und das ist immer relativ schwierig. Ja, aber naja. Gut. Eigentlich heißt der entweder farbiger oder stark pigmentierter. Ja, das hätte ich gesagt jetzt. Aber ich komme rüber. Aber ich muss ganz ehrlich sagen. Hallo, hinter dir! Ja, was denn? Da bist du wahrscheinlich. Ja, ich bin tot! Oh, was? Ja, lol. Pass aber auf, da auf dem Dach steht ein Geschütz. Ja, das ist nicht so schlimm. Oh. Scheiße, war das knapp. Nein! Pissflitschen kommen! Sterb die Pissflitschen! Ach, die Hunde nennst du Pissflitschen. Ach so, ja gut. Ja, was hast du gedacht? Dich? Dankeschön. Oh yeah. Dankeschön. Ja, kein Problem, wa? So, Freunde. Mensch, was ist denn das schon wieder? Noch ein Geschütz? Hä, was ist denn das? Oh, da ist noch ein Geschütz, Juni. Hast du ja, das? Ja, aber ich frag mich eher, wo die, Ich bin tot. Ja, ich hab's gemerkt. Komm her. Wo die sich Geschütze herleisten können. Warte, da ist ein Gegner. Hä, haben die hier dieses Paket im Müll? Ach nee, bei dem Typen drin oder was? Oder ist das hier im Müll? Oh, guck mal, wie geil hochauflösend die Texturen sind. Ich will auch noch eins nehmen. Okay, haben wir. So, was jetzt? Finden Sie das feindliche Versteck? Du, ich hab's gefunden. Ist ungefähr 38 Meter entfernt.
Okay, bei mir ist es noch 30. Ich glaube, ich hätte den anderen Weg gehen müssen. Ja, das war jetzt wieder klar, dass wir wieder den falschen Weg langlaufen. Also ich weiß nicht, das immer, wenn wir aufnehmen, jetzt kommt wieder, ja, das ist inszeniert und was nicht alles. Ja, ist gut, Leute. Ist das schon wieder ein Geschütz? Nein, aber da waren schon wieder zwei Pissflötchen. Oh, guck mal, wir können... ein Geschütz ist da auch. Ach, ja, komm, wir gehen hier durchs Abflussrohr. Das kennst du ja schon. Ja, stimmt, so muss ich ja immer laufen, wenn ich dich besuchen will. Du bist gut gekontert. Gut gekontert. Ja, okay. Ja, aber auch das einzige Mal. Ich lerne... Ja... Komm jetzt hoch hier, wir müssen hier gleich mit dem Mörser schießen, woher ich das weiß. Ich habe das, wie gesagt, schon mal größtenteils gespielt damals. Und an die Mission kann ich mich noch erinnern. Ich glaube, ich sollte nicht die G36 nehmen. Guck mal, hier liegen so schöne Sniper. Wie heißt das? R-S-A-S-S. Oh Gott. S-S. Ja, Universe, also deine Nazi-Kommentare kannst du ja auch entspannen. So, was ich jetzt hier mal... Das war eine Einspielung. Einspielung? Meinst du eine Anspielung? Ja, hab ich jetzt. Zielerfassung. Ich kann irgendwie nicht markieren. Luftschlag erfordert Zielerfassung. Ja, habe ich doch schon mehrfach. Vielleicht müssen wir gleichzeitig jemand das Ziel hier. Nee, ich glaube nur einer darf. Das war unser Problem. Guck mal. Oh, geil, du. Geht durch. Jetzt ich, das andere. Geh weg. Hallo. Das andere hast du das schon gemacht. Ach so? Wir müssen es, glaube ich, gleichzeitig machen. Na, eins, zwei, drei. Ja, guck. Ach nee, wir müssen warten, bis dieses Beep, 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 Beep kommt. Geil. Ich glaube, wir haben die Mission schon geschafft, meiner Meinung nach. Cool, hier fliegt Erde durch die Gegend. Nein. Guck mal, der Müllhaufen. Tatsache. Oh, Universe, und wir sind außer das nicht einmal von vorne anfangen. Du hast mich ja gemessert, aber trotzdem, so gut, das war ja nun wirklich klasse. Das war ja toll. So, warte, noch nicht weitermachen, weil ich möchte nicht den Loadscreen mit aufnehmen, das bringt uns eh nichts. Ja, warum ist die Schwierigkeit nicht auf Söldner? Oh nee, wir haben das gerade nicht nur... Oh, ich sag doch nichts. Egal, los, ja, mit der nächste. Ja, wir haben das nächste, hab ich auf Söldner gestellt. So, und dann die nächste Mission, Geiselnehmer nennt sie sich. Und ich habe ein schwarzes Bild. Oh, jetzt habe ich ein... Ach, daran kann ich mich erinnern. Das ist übrigens eine Nach... Oh, guck mal, James Bond, hier sind wir jetzt. Was, James Bond? Naja, klar, weil man muss sie doch hier schön mit dem Schalldämpfer liegend erschießen. Also was ich sagen wollte... Oh nein, Hubschrauber, scheiße, hier muss irgendwo eine Javelin oder sonst was liegen. Ach nee, der fliegt weg. Ach nee, der kommt her, scheiße. Ausschalten. Einfach mit Nummer... Ah, verdammt, ich verblute. Also das kann ich... Dann kann ich... Hä? Also jetzt ohne Scheiß. Wir haben irgendwas... Was muss man den denn runterholen? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir die mit dem Schalldämpfer runterholen. Den Helikopter mit dem Schalldämpfer holen sollen. Der sagt irgendwas am Anfang, wir sollten vielleicht mal zuhören. Psst. Unbemerkt agieren. Das sollen wir. Wir müssen hier im Dunkeln immer bleiben. Okay, bist du bereit? Können wir weitergehen? Vorsicht, nein. Wegen dem Heli, oder? Doch, können wir. Die Mission übrigens, das wollte ich eigentlich sagen, die schließt hier an dem Dingens an, wo wir letztens, wo wir schon aufgenommen haben, weißt du noch? In dem Flugzeug. Oh, warte, Helikon. Hinlegen. Hey, ich leg schon. Psst. Flieg dran vorbei. Flieg dran ich vorbei. Ich bin ein Stein. Ja, er hat mich übersehen. Nice. Vorwärts. Da kommen sie. Vorsicht. Immer einen sicheren Kill machen, sprich plus 100. Achso, kann man auch plus 7 machen. Nee, aber wenn du gar nichts plus hast, dann weißt du, dass du schon mal falsch gemacht hast. Hä? Was da war ein Zivilist, du hast die Zivilisten abgeknallt. Ja, das kennen wir ja schon. Ich sag nur, auf dem Weg die Welt zu retten. Feuer frei, bang, bang. Oh, ich hab Zivilisten. Das ist so geil, ey. Ja gut, das war jetzt wirklich ein dummer Fehler, das gebe ich ja auch zu. Oh, ein dummer Fehler, ein weiterer dummer Fehler des dummen LPKs. Hm. Ja, wenn man einigen Abonnenten glaubt, dann... Bin ich aber wirklich nicht ganz dicht, aber gut. Kann ich mit leben. Einigen Abonnenten? Ja, die behaupten immer, ich sei dumm. So, bereit? Vor allen Dingen bei Limbo. Okay. Aber ich finde das überhaupt nicht witzig, muss ich ehrlich sagen. Ich habe deine Limbo-Teile, muss ich ehrlich mal sagen, den letzten gar nicht angeguckt. Achtung, Helikopter. No, ein Pablo! Oh, gefährlich nah. So, hab ihn. Sie exekutieren unsere Männer. Oh, ich habe ihm das Leben gerettet. Ah ja, das habe ich gehört. Leider. Und jetzt läuft er zurück hier zum Heli. Oh mein Gott. Hier lag da eine Waffe, weil wir müssen eh bald richtig schießen. Ja, aber pass auf, die haben...
So, komm. Hier in der Ecke. Siehst du die? Nee, sehe ich nicht. Nee, da schieße ich noch nicht drauf. Hast du den? Ja. Hast du den da hinten? Ja. Gut. Es ist übelst nice. Die Spec-Ops-Mission musst du immer umgekehrt spielen wie die Singleplayer-Mission. Sprich, im Singleplayer musste man von der anderen Seite laufen. Weißt du? Wie von der anderen Seite? Na, von links nach rechts. Und jetzt kommen wir von rechts nach links. Weißt du? Okay. Da, wo jetzt 35 Meter steht, da haben wir damals angefangen. Also im Singleplayer. Ich habe den Singleplayer, wie gesagt. Ja, ja, deshalb sage ich es dir, damit du endlich auch mal den Durchblick hast, den ich habe. Okay. Ich glaube, das war eine Geisel. Nee. So. Zeit? Achso, ich dachte, wir haben nur noch begrenzt Zeit. Okay, können wir... Ich überlege gerade... Ja, das haben die nicht mitgekriegt, aha. Die kriegen es also nicht mit, wenn wir... Da, guck mal, doch. Guck mal unten rechts, ganz rechts, da steht gesehen. Wir haben zwei, die dürfen uns nicht länger als 2 Sekunden sehen. Na, nee, so lange haben sie uns schon gesehen. 3,4 Sekunden haben sie uns schon gesehen. Ach so, Alena. Ja, los, die holen wir jetzt. Oh! Nein! Ich... Ah! Die Geisel! Scheiße. Oh, war das knapp. Ah, die ist schon tot, wa? Oh. Ja. Die ist nicht tot. Doch, nö, Quatsch. Wow, hier ist ein Gegner. Also Leute, ihr könnt mir ja mal sagen, ob dieses Gesicht noch lebendig aussieht. Hier, guck, sag ich doch, die lebt noch. Die wurde nicht die Alena. Ach so. Vor dem Typen, wo ich liege. Mann. Hab ich nicht gesehen, ich bin weitergelaufen. Ja, Alter, wieder typisch. Scheiße auf die Geiseln. Ja, so alles Wurst. So. So, und okay. Jetzt kommt Sprengladung platziert. Ich nehme mir mal die UMP, weil ich's kann. Würden jetzt ganz tolle Menschen sagen. Und ja, ich bin ja schon sehr gespannt, ob das was wird. Hast du schon mitgekriegt, dass einige unter das letzte Video tatsächlich GZ zu meinem Level abgeschrieben haben? Ja, weil ich gesagt habe, schreibt mal GZ drunter, oder? Ja. Und einige haben auch gemeint, ich habe einen Akzent. Wieso das denn nur? Ja, das habe ich, also da war ich ja auch sehr schwer angetan, als ich hörte, Universe hätte einen Akzent. Ich meine, er kommt aus Stuttgart. Gibt's da überhaupt Akzente? Nach was? So, komm. Kein Durchbruch während des Nachladens. Einige haben auch gefragt, ob ich aus dem Bereich Berlin kommen würde. Ich bin mir da nicht sicher. Also ich... Hauptstadt von Deutschland. Also ich weiß nicht, wo die liegt. Keine Ahnung. Nein! Jawohl, du Vollhorst! Egal. Ich glaube, wir gehen falsch schon wieder. Oh, nein, wir gehen schon richtig. Ich messe ihn jetzt. Das ist manchmal so, weil man dann quatscht, da konzentriert man sich wirklich nicht. Also das ist ja das, was wir auch immer uns vorwerfen. Wir sollen uns mehr konzentrieren, aber dann würden wir ja noch weniger reden. Wobei, wir reden eigentlich sehr viel. Oh, beweg deinen Arsch! Warum? Komm! Was denn? Wir was haben nur noch 2 Sterne. Ja, wir kriegen egal. Doch immer nur 2 Sterne. Wir sind da... Reicht doch auch. Ich meine, Hauptsache, wir kriegen diese Missionen durch. Ich habe eine neue Errungenschaft freigeschaltet. Ja, was? 50-50. Endlich mal gewonnen? Achso. Nee, 50-50. So, die nächste Mission, Widerstandsbewegung. Und soll ich euch mal was sagen? Hier sind Kerzen. Das ist die... Nein, das ist die Widerstandsbewegung gegen ACTA. Und du bist ein Spion! Oh, nein, das lässt bin du... Bin ich ein Spion? Nein, bist du nicht, aber bleib mal stehen. Bleib mal stehen, du hast wunderschöne Augen. Du auch. Ah, nee, doch oh. Nicht. Oh, guck mal, ey, wir können uns hier nicht töten, wenn hier Jesus Christus ist. Oh mein Gott. Okay. Stirb! Stirb! Also, Universe, das ist deutlich unter der Gürtellinie. Jetzt nicht. Werden wir schön von der USK mit über 35 eingeordnet. So, nicht! Nicht! Das ist eine Sniper-Mission. Das heißt, wir werden auch so spielen, also... Nein! Verdammt, ich hab U gedrückt! Also entweder bin ich ein schlechter Sniper oder das war gerade irgendwie ein bisschen buggy. Okay, ich glaube, das spielt... Ich bin mir nicht sicher, spielt das in Prag? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, das war das die Prager irgendwie... Also das war die Prager Widerstandsbewegung hier irgendwie so in die Richtung. Also nehmt's mir nicht übel, wenn ich's falsch gesagt habe. Übrigens sehr schlau von dir, dass du schon wieder uns verraten hast. Ich habe gesagt, wir machen eine Sniper-Mission, wir machen eine Schleichmission. Universe, sprinte drauf los. Ich spiele nicht oft Sniper, deswegen. Ja, aber kann das ist so, also die Mission ist ja nur wirklich einfach. Sicher. Also zumindest für mich. So, jetzt Vorsicht, ich will nicht so viele Geiseln verlieren. So, hast du die? Wieso greifen deren eigenen Pissflitschen die eigenen Leute an? Weil die Pissflitschen nicht richtig erzogen wurden. Ja, aber echt? So, und jetzt Vorsicht hier. Nicht durchs Licht einfach. Oh, guck dir mal den Flakscheinwerfer an, Alter.
Ich finde ja nicht durchs Licht, was macht LPK? Er läuft durchs Licht. Echt? Sollen wir nicht durchs Licht? Ich höre da gar nicht. Bist so ein Vollhorst. Nee, ich höre da bloß nicht zu. Ich verbitte mir dieses Kommentar. Du bist ein Vollhorst. Alter, schön geneift hier mit Kommando Pro. Hier, ich gebe dir einen Gnadenschuss. Ach, du bist ja schon tot. Wo müssen wir denn hin? Nicht hier. Rennen! Was macht Universe? Du hast nicht einmal gesagt, nicht rennen. Ja, das hat ja auch der Spielertyp gesagt. Super, wir wurden entdeckt. Nein, wir wurden noch nicht entdeckt. Nee. Deshalb wissen die schon immer, wo wir sind. Alter, weg! Die kontrollieren halt einfach nur, die sind tot. Ja, weil du mich blockst wie ein Hanswurst, Alter. Von unten kommen welche. Ich bin eh schon down. Ja, weil du... Och Mensch, warum musst du denn auch immer vorrennen? Weil wir unsere Zeitlimits nicht einhalten. Es gibt kein Zeitlimit, Alter. Das ist eine Sniper-Mission, also spiel die gefälligst auch so. Mein Gott. Ich nehme den links. Da hinten die zwei. Ja, sehr schön. Super abgesprochen wieder. Ja, wir wurden entdeckt. Super. Ich habe dahin geschossen. Das ist ja unglaublich. Was ist jetzt los? Ich habe neu gestartet, weil ich das nicht einsehe. Also entweder kriegst du dich jetzt mal langsam wieder ein. Hol den rechts hier. Okay, bereit. 3, 2, 1, los. Die rechts habe ich gesagt. Ach, du hast da vorne. Ach, da rechts. Ja, drum. Oh, du Pissflitsche. Naja, drauf geschissen. So. Achtung, pass auf, hier kommen jetzt gleich zwei. Ja, dann hol einen. Die sind da rechts in dem Gebäude. Hier. Force. Ja, ich hab sie gesehen. Ja, weiterlaufen hoch. Oder? Ausschalten, wie wär's damit? Hm. Ja, ich wollte halt mal leben lassen, mein Gott. Ja. Sind ja nur Gegner. Das finde ich aber eine gute Einstellung. Ach, guck mal, wir haben den einen Zivilisten schon wieder getötet. Welchen du? Ich nehme den. Nein, den haben wir nicht getötet. Den haben die getötet, die nachkommen. Denn Achtung, Pistole. Ja, weil wir nicht schnell genug waren. Normalerweise kann man so schnell sein, dass man alle Zivilisten rettet. Aber naja, ist eh Wurst. Ja gut, aber steht da diesmal nicht mal dran, irgendwas mit Zivilisten. Und diesmal nicht durchs Licht laufen. Ja. Hast du den? Ja. Hier links müsste doch noch einer sein. Hier zwei. Nimm du den... Ja. So wird ein Schuh draus, Leute. Ihr wisst ja mein Slogan, der natürlich demnächst auf meinen tausenden von T-Shirts, die ich drucken lasse, draufkommt. Und das war ein Scherz. Nicht, dass ich habe eine Geisel, oder was auch immer das sein soll, der mitkommt mit uns. Einfach töten, notfalls. Ist das ein Gegner, sag mal? Nein! Nee, Quatsch, ich habe nur 100 Punkte bekommen. Das war... Ja, ich habe gedacht, du meinst den hinter uns. Der übrigens. So, und jetzt Vorsicht! Siehst du, jetzt rennen die uns auch nicht entgegen. Ja, siehst du, ich habe ja gesagt, ich hatte wieder recht. Arsch, trotzdem haben wir immer den verfolgt. Ruhe. Ja, weil sie uns entdeckt haben. Nein, das ist unser eigener. Hä? Ich habe gerade 200 Punkte, sind die. Ja, Moment. Hinter uns, dreh dich mal um. Guck mal hier, was steht hier bei mir? Ja, die Geisel. Was ist das? Ja, den haben wir mitgenommen. Ja, das weiß ich doch. Und was willst du mir damit jetzt sagen? Ja, das ist der uns verfolgt. Ach so, das meinst du? Ich dachte, du meinst vorhin, wo die uns von hinten erschossen haben. Nein. Oh nein, jetzt rennen die uns wieder zu 100. Ja, da kommen sie schon. Ja, da machen wir halt mal Rambo. Nein, nicht den von YouTube. Kommen die hier hoch, oder? Nee, jetzt nicht mehr. Ich blockiere gerade den Weg. Aber da kommen ganz schön viele rein. Mindestens 6 Stück, werfen wir hier eine Blindgranate oder so. Mann, der Scheiß! Der Scheiß Spast hier, die Geisel hat mich geblockt, Alter! Richtig geil, Alter, du bist ja wie ein Multiplayer-Spieler, du Penner. Wie viel sind das? Das ist 3 Stück, ne, 4 Stück noch. Oh, hört ja nie auf. So, jetzt müssen es noch 2 sein. Ja, eine steht in einem Türrahmen drin. Da kommt noch einer. Ja, eine steht noch. Echt? Ja. Da kommt wieder einer. Warte, das schaffe ich noch. Okay, jetzt muss ich weg, jetzt bin ich hart angefragt. Hab sie. Alle? Ja. Das war nachlässig, okay, das ist immer der Spruch, dass wir jetzt alle geholt haben. So, ich habe jetzt... Ja, super jetzt. Ich habe keine Pistole mehr. Ja, ich auch nicht. Aber die Sniper Rifle habe ich noch. Okay, Vorsicht. Habe ich einen Pixelfehler in meinem Bildschirm oder? Egal, den sieht keiner. Kriegler.
Ich glaube, die, übrigens, die hier, Leute, ich bin mir nicht sicher, gab es die nicht schon in COD 5 und 4 und MW2? Ich glaube schon, oder? Diese Firma, die zieht sich doch auch, das ist doch auch so eine Art Running Gag. Du, ich habe mich da noch nie so damit beschäftigt. Also mit Wende. Hallo, mit Leute meine ich jetzt mal nicht dich, auch wenn du dich immer angesprochen fühlst. Ich meinte damit die Abonnenten. Ah, okay. So. Und jetzt? Na, jetzt holen wir die Typen. Ah, jetzt geht's rüber. So. Feinde, LM. Hier sind noch links, rechts zwei. Beide down. Alles gesichert. Da hinten ziehst du die Pistolitsche. Warte, ich nehme die Pistolitsche und den hier hinten am Zaun. 3, 2, 1. Welchen nimmst du? Ja, gut. Da ist noch eine Pistolitsche. So, alles klar. Guck mal, warte mal ganz kurz. Ich gehe mal hier kurz ins Rotlicht. Hey, PK, musst du, ja, weil hier ist eine Geisel, aber drauf geschissen. Okay. Er ist so göttlich. Ey, du dachtest jetzt, ich meine Rotlichtmilieu, wa? Ja. Oh, wir haben es geschafft. Jetzt block jetzt, doch nicht. Ja. Jetzt bin ich wieder schuld. Ey, du bist ein Penner, ey. Ey, wir haben sage und schreibe eine Geisel gerettet, kann das sein? Mm-mm. Ich habe eine gerettet und du? Oh, wir sind ja richtige Helden. Nee, das sind Rebellen. Ich habe eine gerettet. Na. Wir haben nur eine gerettet. Ja, ja, ich glaube, man kann eigentlich 5, 6 retten, meiner Meinung nach. Aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Überflüssig. Ach, Mensch, du. Ich glaube, das reicht ja dann auch, oder etwa nicht? Ich meine mal, wir haben 4 Missionen geschafft. Ich gucke nochmal nach, wie diese wunderbaren Missionen hießen. Sie hießen... Tödliche Das heißt Evakuierung, mein Lieber. Richtig. Ey, guck mal hier, ganz kurz. Bei mir ist bei tödliche Evakuierung der beste Spieler... I hate this game. Guter Mann. Bei mir ist es LPK. Ja, ich bin ja sowieso weltweit der Beste. Oh, ist das arrogant wieder von mir. So, danach hatten wir Geiselnehmer. Geiselnehmer, Sprengladung platziert und... Widerstandsbewegung. Nein. ACTA-Widerstandsbewegung. ACTA-Widerstandsbewegung. Genau, gut. Und dann würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle auch Schluss. Und sagen Tschüss. Bis zur nächsten Folge von... Backups! Modern Warfare 3! Bück dich, Befehl. Okay, nein, das machen wir jetzt privat. Tschüss! Tschüss!